Chaurangyasana ist die Stellung des Yogameister Chaurangi, einer der Hatha-Yoga-Gurus in der Hatha-Yoga-Pradipika. Ausgangsposition ist die Zehenspitzenhaltung mit Knien auseinander. Von hier gibst du ähnlich wie in der Krähe die Hände auf den Boden, du hast sie nur zusammen und nicht auseinander. Dann beuge den Rumpf etwas nach vorne, beuge auch die Ellbogen, sodass das Gewicht ganz leicht auf die Oberarme kommt, während du die Knie neben den Oberarmen nach unten bringst. Die Stellung ist eine gute Massage für die Bauchorgane und gleichzeitig eine gute Flexibilitätsübung für die Hüftgelenke, Kniegelenke und Fußgelenke. Die Übung kann dir auch helfen, die Hockflexibilität für die Hocke bei flachen Fußsohlen auf dem Boden zu entwickeln.